Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer Fred Gaming mit einem neuen Video in, ja, sagen wir mal, ihr kennt die gewohnte Kulisse, aber ein bisschen verändert. Also wir haben, wenn der da hinten ist, LED an, kann man auch mal zeigen, dass man auch mal eine andere Farbe, zum Beispiel hier blau, ja, rot halt auch so, älter, grün, aber wir machen das wieder auf Orange, weil es geil ist. Und ja, und passt halt einfach zu meinem T-Shirt. Vor mir ist halt abgepasst. Und vor mir ist blau hinter der Zockerwand. Und kann man das so beschreiben, weil ich immer so rüber gucke. Sie will ja nicht im Video sein. Sie ist neben mir, also ihr seht ja nicht im Video. Gut. Was ich noch dazu sagen will, was jetzt mit dem 12-Stunden-Stream ist, folgendes, die ganzen Monate lang habe ich überlegt, ich habe jetzt überlegt auch, wie ich angehe mit dem 12-Stunden-Stream, weil manche wundern sich, warum war im Januar jetzt kein 12-Stunden-Stream. Ja, es wird auch jetzt ein bisschen was geändert im Kanal, ein bisschen Änderungen vorgenommen. Ich kann es leider auch nicht mehr so von der Zeit her, kann ich auch nicht jeden Monat einen 12er klatschen. Geht einfach nicht. Das ist problematisch nicht machbar. Deshalb würde ich es einfach so machen, dass man das einfach in drei Teilen abschnitt machen. Ich würde viermal vier 12-Stunden streamen, zwei 24er kommen dieses Jahr, also dass ihr das schon mal Bescheid wisst. März 12er, Juni 12er, September 12er und Dezember 12er. Also dass ihr euch das dann gut merken könnt. Das sind dann die 12-Stunden-Streams, die 24-Stunden-Streams können dazwischen drin sein, können auch fast im gleichen Monat sein, wer weiß es. Und auch der 12-Stunden-Stream ist, also, da habe ich halt mehr zu tun. Das kommt halt immer darauf an, wie die Lage aktuell ist, wie man Zeit hat und Punkt und so. So, das ist mal das, was ich gequatschen wollte. Dann wollte ich noch was quatschen mit der ganzen Geschichte hier, warum ich immer ab 22 Uhr streamen kann. Weil ich muss ja mal eine Erklärung ablegen. Leute, viele fragen sich halt auch immer, oh, 22 Uhr, das ist zu viel, zu spät. Das ist halt einfach Kacke in dem Sinn, weil man 22 Uhr, ich muss morgen in die Schule oder Arbeit. Ich verstehe euch vollkommen. Ich reiß euch auch nicht den Kopf ab, dass ihr auf dem Stream nicht dabei seid. Aber wenigstens, wenn ihr euch nachguckt oder so, ist echt nice. Das habe ich auch schon gemerkt, dass manche ihn dann im Upload noch nachguckt. Aber ganz ehrlich, ihr wollt ja auch live dabei sein. Ihr wollt live mit mir agieren. Aber wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und ist für mich halt Kacke auch. Für mich auch. Und wenn sich wirklich da mal endlich was getan hat mit, ihr wisst ja, neue Wohnung etc. pipapo, halte ich euch auf dem Laufenden, dann werden die Zeiten natürlich wieder geändert. Das habe ich auch schon mit meiner Freundin abgesprochen, also Eva Blue Gaming, ihr wisst Bescheid, habe ich auch abgesprochen, dass wir dann auch mal Streams um 18 Uhr sogar schon bringen, für die Leute, dass ihr auch dabei sein könnt. So. Noch Thema, ihr habt euch bestimmt gefragt, was mit meinem Rücken. Da muss ich euch auch mal ein bisschen was erklären. Ihr seht ja schon, wie ich da sitze. Das sieht man schon an der Haltung. Wenn man jetzt mal hier so sieht, hier ist die linke Seite, hier die rechte Seite. Und ist so. Also wenn ich hier jetzt so gerade sitzen soll, das kriege ich gar nicht hin. Er klappt immer ab. Also jetzt, ich habe halt eine Rückenkrankheit, nennt man das, oder auch eine Rückenfehlstellung, also Skoriose nennt sich das.
Und wenn manche Leute das nicht wissen, wie das heißt, das ist halt, das ist, was es eigentlich ist. Das ist, dass meine Wirbelsäule auf jeden Fall richtig schief ist. Also das kann ich euch schon mal sagen. Und was ist gerade letzter Zeit, ich muss zur Physiotherapie, muss selber Übungen auch machen, muss auch ein bisschen Erholung natürlich im Rücken auch gönnen, aber halt auch die Übungen machen, um Muskelaufbau nochmal zu machen und mehr die linke Seite trainieren als die rechte. Die rechte ist gut trainiert, die linke ist halt natürlich schwach und das ist halt, das hält halt den Rücken nicht und ich weiß nicht, ich bin kein Arzt, Leute, aber ihr kennt vielleicht schon Begriff und könnt vielleicht auch damit was anfangen. So, haben wir das auch mal ein bisschen geklärt? Ich habe auch mal ein bisschen was abgerundet. Ich hoffe, dass euch so wie ich es erklärt habe, ein bisschen, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare auf jeden Fall. Würde mich freuen, dass manche Leute sich noch da Gedanken machen. Weil ganz ehrlich, mit so einem Scheiß tut man nicht Spaß, weil ich kriege auch Kommen- und Gehschmerzen und das sind heftige Schmerzen. Deshalb habe ich auch letzte Woche Fortnite nicht streamen können an dem Tag. Und ja, es ist so eine Sache. Ich reiß mich zusammen, dass ich Minecraft streamen konnte. Da war auch genauso mit dem Rücken. Leider konnte ich beim Jumps da vorher nicht dabei sein. Habe ich auch ihm eigentlich gesagt, ich bin dabei. Da war es auch noch nicht. Erst gegen Abend hat es erst angefangen mit den Rückenschmerzen. Ich ganz ehrlich, ich mache jetzt eigentlich schon recht lang rum mit diesen Rückenschmerzen. Und ja, da müssen wir halt auch, dass ihr auch mal da ein bisschen was Bescheid wisst. So, was habe ich noch zu klären? Ach ja! Freut euch am Samstag, ihr wisst Bescheid, was wieder auf dem Kanal kommt. Auf jeden Fall Levelations sag ich nur dazu. Und dann könnt ihr schon mal überlegen, was kommt. Natürlich wisst ihr es ja eigentlich schon, braucht man gar nicht drüber zu reden. Also, ich habe zu viel geteasert. Ich glaube, der Instagram-Post hat schon alles gesagt. Leute, auf jeden Fall, seid dabei. Samstag will ich euch penetrieren sehen, auf jeden Fall. Das ist ein Wochenende, da finde ich die Zeit 22 Uhr sogar okay, weil es Wochenende ist. Und haut richtig rein hier. Da geht es richtig ab, wieder geht. Ja, und ihr wisst Bescheid. Nur leider habe ich keinen Tisch mehr zur Verfügung. So, kritisch, gell? Ich weiß nicht, wo ich einen Tisch jetzt herbekommen soll. Aber ihr wisst Bescheid, mein Tisch hat das überhaupt eigentlich überlebt? Ich kann es euch sagen, er hat es natürlich überlebt. Ich habe zwar drauf geklopft wie so ein Irrer, aber natürlich hat er es überlebt. Aber irgendwas wird mir einfallen, wo ich drauf klopfe. Auf jeden Fall, Levelations, ihr wisst Bescheid, wird die Action wieder am Start sein. Und natürlich der Plan. Kommt noch mal ein Video gleich direkt hinterher raus. Also das heißt, weiß nicht, ob jetzt ein Planvideo am Montag, also heute, ich bin so krank im Kopf, tu das Video jetzt abdrehen. Manche tun es erst morgen hochladen. Ich lade es jetzt direkt hoch und dann lade ich euch auch noch den Plan hoch. Ich denke mal, das Video wird erst da kommen und dann der Plan. Oder vorher erster Plan, weil ich am 22 Uhr streame. Ihr wisst Bescheid. Fortnite-Nachholung von letzter Woche, vom 31. Januar, wo ich leider kein Fortnite machen konnte. Ihr wisst Bescheid. Fortnite ist ein Stissel. No, im Fortnite würde ich auch mal gern wieder mehr Zuschauer sehen. Ist nix, ich bettel nicht nach Zuschauer, aber Fortnite. Leute, das geht gar nicht mehr ab. Ich spiele mit Minecraft, habe viel, viel mehr Zuschauer. Zahlt ihr, weiß nicht, sogar Trackmania, wo zurückgekommen ist, da hat mehr Zuschauer gehabt. Sogar meine diversen Karrieren von FIFA haben mehr Zuschauer gehabt. Deshalb, ich bettel nicht nach Zuschauer, das ist kein Problem. Wenn ihr nicht könnt, könnt ihr nicht. Aber auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. So, Leute, und dann
tut euch natürlich den Gefallen und tut das Team abonnieren, wer es neu getan hat. Ihr wisst Bescheid. Ist auf meiner Startseite natürlich verlinkt. Könnt ihr gerne alle abonnieren. Sind gute Jungs und gutes Mädel. Und das muss man mal so sagen. Also ich bin echt zufrieden mit meinem Team. Ist nichts jetzt gerade schwerbewegendes ins Gesicht gefallen so hat. Und Leute, ich finde es gut, dass man mal ein Retalk über alles reden. Weil, also ich habe überlegt, das mit dem 12-Stunden-Stream haben wir jetzt geklärt. Wir haben jetzt das mit GTA geklärt. Wir haben das mit meinem Rücken geklärt. Ein paar Fragen werden bestimmt noch offen sein. Aber wie gesagt, wir sind gut dabei und wünsche uns auf jeden Fall viel Glück. Wir gucken immer weiter, dass wir das mit der Wohnung hinkriegen, dass das alles klappt. Ihr wisst ja Bescheid. Okay? Also, kennt ihr überhaupt eins? Wenn Leute Antworten dir liefern und dann immer zurückschreiben. Das ist ganz komisch, Leute. Leute, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch wirklich nicht verarschen. Das ist nicht mehr normal. Ganz ehrlich, ich habe einen Kollegen, sage jetzt auch keinen Namen, weil es muss nicht sein, es ist privat. Schreibt mit einem Mädel gerade irgendwie. Nur ein bisschen Real Talk so. Und ich muss wirklich sagen, es ist ganz komisch. Die schreibt kurz, sagt, sie meldet sich wieder, ganz ehrlich, ich würde mich schon verarscht fühlen. Wenn ich, da müsste man mal überlegen, was man halt machen könnte. Habt ihr eine Idee? Schreibt in den Kommentaren, ihr wisst Bescheid, Hashtag, Realtalk. Und dann schreibt da hinten dran, was für Idee ihr habt. Und ihr wisst Bescheid. Also Leute, penetriert den Daumen. Abonniert den Kanal und ihr wisst Bescheid, heute Abend, Fortnite, 22 Uhr, seid dabei. Und ich hab ein Auge auf euch. Bis dann, haut rein, euer Infrared Game. Ciao.